die mit Abstand häufigste Form eines Mikroorganismus, der uns nicht gut tut und der nahezu schon eine Art Volksseuche darstellt. Und da geht sogar die Medizin von einer Durchseuchung von 65-70%. Das ist der Helicobacter pylori. Das ist ein Magenbakterium, was sich auch in der letzten Zeit verstärkt ansiedelt. Der häufigste Mikroorganismus, der fast bei zwei Drittel der Menschen auch sogar in einer Populationsgröße anwesend ist, die dann starke oder mittlere Beeinträchtigungen des Verdauungstrakts verursacht. Und was testest du am häufigsten? Du meinst welchen Parasiten? Ja, oder welche kommen am häufigsten vor? Also die mit Abstand häufigste Form eines Mikroorganismus, der uns nicht gut tut und der nahezu schon eine Art Volksseuche darstellt. Und da geht sogar die Medizin von einer Durchseuchung, so nennt man das, schlimmes Wort, aber man bezeichnet das so, von 65-70%. Das ist der Helicobacter pylori. Mhm. Ja, das ist dieses das Magenbakterium, was sich auch in der letzten Zeit verstärkt ansiedelt. Da kann ich dann noch was dazu sagen, aber ich kann dir erstmal die Frage damit beantworten. Also Helicobacter, das ist wohl wirklich der häufigste Mikroorganismus, der fast bei zwei Drittel der Menschen auch sogar in einer Populationsgröße anwesend ist, die dann starke oder mittlere Beeinträchtigungen des Verdauungstrakts verursachen. Und noch gibt es noch weitere, die häufig auftreten? Ja, es gibt noch den Pankreasegel, der wird immer häufiger. Es gibt ein Dirofilarium, das ist ein Fadenwurm. Es gibt noch andere Würmer, die ganz klassischen Würmer, die man sich so über die Lebensmittel, über Salat auch als Kind einhandelt. Mhm. Und natürlich alle möglichen Bakterien und Viren, die in ihrer Vielzahl vorhanden sind, wie zum Beispiel Shigellen im Darm oder zu viel E. coli-Besiedlung im Darm oder Proteus im Darm. Das sind alles so Klassiker, die man im Laufe der Jahre kennenlernt und die auch recht häufig vorhanden sind. Shigellen zum Beispiel ist ein Bakterium, was in die Darmwand eindringen kann und durchaus dazu führt, dass eine Epithelzelle des Darms auf diese Art und Weise zerstört wird und dann fällt die raus aus dem Verbund. Nur ein Beispiel, dann kann man sich das so vorstellen wie ein Schieferdach. Und wenn dann so ein Schiefer rausfällt, weil er zerstört wurde, dann ist da ein Loch. Mhm. Und genauso sieht das dann auch in der Darmwand aus. Natürlich ist es etwas grob dargestellt. Das ist ja alles mikroskopisch klein. Aber wenn so eine zerstörte Epithelzelle fehlt, dann hätte man dann natürlich dort auch einen Zugang durch die Darmwand zum inneren System. Und sowas wird dann gelegentlich auch schon mal als Leaky Gut bezeichnet, wobei die meisten Leaky Gut-Probleme eher anders von der Ursache her dargestellt werden, wenn es also eben um Undichtigkeiten innerhalb des Zellverbandes geht, in den Epithelzellen des Darms. Aber so eine Shigelle ist da auch schon sehr oft vertreten und die macht einiges kaputt. Okay, und wie schätzt du die Entwicklung über die letzten Jahre ein? Du misst ja erst nicht seit gestern mit dem Gerät. Wie schätzt du es so grob ein? Wird schlimmer. Okay. Wirklich schlimmer. Und da kann man natürlich jetzt die verschiedenen Aspekte beleuchten, warum das so ist. Man könnte jetzt sagen, dass die erzwungene Offenheit und Toleranz von uns, ne, wir Menschen, die wohl immer dann als gut gelten, wenn sie tolerant sind, wenn sie alles zulassen, wenn sie die verschiedenen Spielvarianten des gesellschaftlichen Miteinanders einfach so akzeptieren, dann ist das sicherlich auf eine gewisse Art und Weise eine schöne Sache. Aber man gelangt auch dann zu dieser Situation, wie ich dir, glaube ich, auch bei dem Ankündigen des Themas oder beim Ankündigen des Themas sagte, man ist nicht mehr Herr im eigenen Haus. Das heißt also, man hat zu viel, was man zulässt oder zulassen soll oder sogar zulassen muss, weil es bestimmte Spielregeln von uns verlangen oder weil wir auch selbst so ticken. Das heißt also, man hat ein gutes Gewissen, indem man sagt, nee, also ich habe ein offenes Haus, da kann jeder kommen und da gibt es eine Suppe. Und wenn die Leute dann da sind und sich wohlfühlen, naja, dann können die halt auch ein bisschen bleiben. Mhm. Und wenn man dermaßen locker auch mit den wirklichen Teilnehmern unseres gesamten Systems des Mikrobioms umgeht,
dann denken die sich natürlich, ja, ist ja klasse hier, ne? Also wir sind willkommen und die sind alle gekommen, um zu bleiben. Keiner von denen will gehen, weil wenn man sich das vorstellt, Parasite, das kommt aus dem Griechischen, para, parallel, Site, meinetwegen sitzen, also parallel neben dem Tisch sitzen und das ist auch alles in Ordnung. Und diese Parasiten oder diese Systeme oder diese Einheiten, die dann teilweise unter dem Tisch sitzen, das klingt jetzt nicht sehr fein, aber da dürfen die sich bedienen, ne? Solange die das essen, was vom Tisch runterfällt, ist es in Ordnung. Das heißt, die machen ja dann sogar sauber. Die sorgen dafür, dass Abfallsubstanzen beseitigt werden, dass Gifte teilweise gebunden und auch entsorgt werden. Das heißt, da sind einige dabei, die eigentlich nicht gut klingen und die es nur dann nicht mehr gut mit uns meinen, wenn sie also nicht mehr am Boden sitzen und sich das nehmen, was runterfällt, sondern wenn die sehen, oh, wir werden hier eingeladen, auf einen Stuhl zu steigen oder sogar auf einen Tisch uns zu setzen, weil eben diese mentale Barriere des sich Schützens oder des vorsichtig mit diesen möglichen Eindringlingen umzugehen, weil das immer weiter nachlässt. Ne? Und die sind sehr geschickt. Ne? Die Parasiten, die verstehen es eben auch über entsprechende Art der Überformung von unserem eigenen Gedankenbild, verstehen die es, dafür zu sorgen, dass es ihnen gut geht. Und wir wissen dann schon lange nicht mehr, ob uns das auch gut tut. Und dann wird es schwierig. Und das ist dann also auch der Punkt, wo beispielsweise der Parasit so viel Vertrauen in sich selbst findet, dass er sich eigentlich alles rausnimmt und dass er sich hemmungslos verbreitet. Ne? Und dann fängt es an, dass diese Belastung des Systems, also unseres Systems, durch das Vorhandensein von diesen Eindringlingen einfach zu groß wird. Und dann muss man was machen. Ja, das ist jetzt sehr weitschweifend gewesen, muss man es vielleicht nochmal alle anhören, aber das ist so im Großen und Ganzen das, was ich da so beobachte. Und das wird eben seit 10, 15 Jahren, wo ich das Ganze mache, nimmt das zu und es verdichtet sich vielleicht so in den letzten 5, 6 Jahren immer mehr. Und da spielt es fast keine Rolle, um welchen Mikroorganismus es geht. Es kommt damit natürlich auch, es kommt auch dazu, dass alle Menschen immer zunehmend mehr Stress haben. Und die Mikroorganismen sind dann zum Teil auch Symptomträger und Stellvertreter für bestimmte Themen oder auch Charaktereigenschaften oder Wesenszüge des Wirts. Das kommt dann noch mit dazu. Alles ist im Resonanzgesetz abgespiegelt sozusagen. Ja, und dann wird es dann haarig mitunter. Okay, nochmal kurz ein paar Zwischenfragen dazu. Wenn wir nicht mehr Herr im eigenen Haus sind und quasi diese übertriebene Offenheit und Toleranz haben, wie du es beschrieben hast, ist das für dich die direkte Hauptursache oder ist es eher eine indirekte Ursache, die auch dazu führt, dass wir uns ungesünder ernähren und auf viele andere Faktoren nicht mehr achten, die Parasiten auf lange Sicht den Parasitenwachstum in uns fördern. Du hast es schon mehrfach gesagt, das Thema Bestimmung, Psychotrojaner, eventuell Fremdbestimmung durch Parasiten. Vielleicht kannst du da noch ein paar Beispiele oder auch gern noch so Mechanismen erklären, wie Parasiten unser Verhalten, unsere Gedanken steuern können, auch zu ihrem Gunsten. Mhm. Also ein Klassiker ist zum Beispiel dieser Darmpilz Candida albicans. Mhm. Das ist relativ bekannt, dass der gerne Zucker mag. So, nun könnte man sagen, wenn der einmal in einer Grundansiedlung im Darm vorhanden ist, was durchaus in Ordnung ist, also auch der ist nicht nur böse, und es findet aber aufgrund von falschen Milieusituationen, von falscher Ernährung, von fehlender Verdauungskraft des Magens, kommen Prozesse in Gang, die beispielsweise dafür sorgen, dass die Zuckerresorptionsgeschwindigkeit im Dünndarm, dass die sich verlangsamt. Das heißt also, Zucker bleibt länger im Dünndarm liegen, als er eigentlich sollte. Und dann merkt natürlich so ein Candida, ey, da kommt ja viel mehr von dem, was ich gerne habe, und er fängt an, sich zu vermehren. Irgendwann könnte dann sein, dass der Mensch sagt, ich habe gehört, Zucker ist ungesund und ich lasse ihn jetzt weg. Ohne dass der Mensch weiß, dass er eigentlich eine Zuckerverdauungsschwäche hat, was oftmals auch in einer Fructoseintoleranz oder in einer Fructose
Malabsorption ändert. Ohne dass ich das weiß, alleine nur, weil doch ab und zu so ein Impuls vom Körper kommt, das ist dann doch nicht so gut. Und ich lasse dann eben den Zucker im Kaffee weg oder nehme Xylit oder irgendwas anderes und esse auch weniger Kuchen. Dann stellt dann der Candida fest, hör mal, so haben wir nicht gewettet, ne? Also das, was jetzt an Zucker hier ankommt, das ist mir zu wenig. Ich kann meine Nachkommen nicht ernähren. Ich hätte gerne mehr davon. Und dann gehen, wie auch immer, Impulse von dem System aus, die dann dafür sorgen, dass in unserem Selbstbehauptungszentrum im Gehirn verschiedene Verknüpfungen eben überzwungen oder überformt werden. Und dann kommt Heißhunger, die Lust auf Süßes und alles das, was man sich dann teilweise gar nicht erklären kann. Und auf diese Art und Weise ist dann die Ineinflussnahme dann schon vorgenommen. Mhm. Ja, da gibt es mehrere Beispiele. Also das würde jetzt also auch den Zeitrahmen erschöpfen. Aber zum Beispiel, es gibt einen Egel, den Pankreas-Egel, der tatsächlich sich dann auch ansiedelt im Bereich des Pankreaskopfes und der erstens einmal im Darm ist und dann dort auch für starke Beeinträchtigung des Systems oder auch des Organs sorgt, der also wirklich da nicht hingehört und der weg muss. Und der versucht sich dann breit zu machen, wenn wir beispielsweise eine psychische Schwäche im Bereich der Selbstbehauptung haben, aber eher in Richtung Karriere. Ja, wenn also jemand eine im entferntesten Sinne nicht mehr gelungene Karriere hingelegt hat, also Manager, die irgendwann nicht mehr erfolgreich sind. Das kommt natürlich auf das System an, in dem man sich befindet. Ein Sportverein, wo ich jetzt nicht mehr an der ersten Platte im Tischtennis stehe, sondern ich muss an die dritte. Oder andere Zurückstellungen innerhalb eines Erfolgssystems, was dann quasi so eine Art Karriereeinbruch darstellen könnte. Auch innerhalb von Partnerschaften kann das sein, dass die Position von mir als Gegenüber oder als Mitlebensgefährte meines Partners, dass ich dort nicht mehr den Stellenwert habe. Und das spüre ich. Das nagt dann an mir. Und auch das ist ein Karriereeinbruch. Und sowas ist beispielsweise ideal, um diesem Pankreas-Egel Vorschub zu leisten. Und wenn der sich dann verbreitet, dann kommt es dann dazu, dass der zum Teil Funktionen beeinträchtigt, bis hin zum Lahmlegen von Teilbereichen. Und dann könnte daraus auch sowas wie eine schleichende Diabetes entstehen, ne? Oder auch andere Probleme, einfacher auch Verdauungsschwierigkeiten, weil die Bauchspeicheldrüse nicht mehr so genügend Verdauungsenzyme produziert. Und so hängen dann die Dinge zusammen. Okay, sehr interessanter Aspekt. Nochmal kurz zum Verständnis. Also es ist nicht so, dass der Pankreas-Egel dazu führt, dass wir in der Karriereleiter runterrutschen, sondern er tritt erst dann vermehrt auf, also er kann dann vermehrt auftreten oder Probleme machen, wenn ein Karriereabstieg erfolgt. Ja, so würde ich das sagen. Also okay. Sind ja fast alle Mikroorganismen sowieso in uns und werden durch unser Immunsystem aber daran gehindert, sich zu vermehren. Oder durch das gesunde, wenn es nun gesund ist, durch das gesunde Milieu finden, die keine Andockstationen, wo sie sagen, ah, hier ist so ein bisschen Suppe und das ist unsauber, hier fühle ich mich wohl. Wenn das nicht vorhanden ist, ne, dann ist der kontrolliert und vielleicht auch gar nicht da. Also er muss ja auch irgendwann mal erstmals kommen. Aber auch das Resonanzgesetz, sagen wir es mal so, das geht ja weiter, nicht nur innerhalb der Grenzen meines Körpers, sondern das wird auch nach außen getragen. Und wenn ich dann eben nach außen signalisiere, kommt her, hier bei mir ist ein warmes Nest, ne, dann kommen die. Mhm. Dann ist dann eben dieses Signal eventuell auch so zu verstehen, klar, wenn jemand einen Karriereeinbruch hat, dann freut er sich vielleicht, dass dann so ein paar Trostelemente kommen und so ein Pankreas-Egel könnte sich dann als Trostelement verstehen. Zunächst, ne, es ist dann eben auch wie ein trojanisches Pferd, was dann eindringt, was dann erstmal da ist, was dann auch angeschaut wird, wo sich das System freut, dass dann so ein tolles Teil da ist. Und aber wehe, wenn sie dann eben losgelassen werden, dann beginnt dann die Inanspruchnahme des Systems, ja, des Körpers. Warum sind es Mineralien und Spurenelemente Mangel so ein großes Thema heutzutage, von dem viele nichts wissen? Ja. Das hat damit zu tun, dass die Art und Weise, wie unsere Lebensmittel angebaut werden, nicht mehr dem entspricht, wie das die Natur vorgesehen hat. Das könnte man natürlich jetzt auch agrarwissenschaftlich komplett ausbreiten.
Und möglicherweise mache ich mir da auch gar nicht viel Freunde mit, wenn ich jetzt so einen besonderen Aspekt herausnehme, weil natürlich ist es in der aktuellen Form der Landwirtschaft, selbst sogar in der biologischen Landwirtschaft, kaum möglich, noch so anzubauen, wie es optimal wäre. Ein ganz sinnhaftes Beispiel, fast schon, ja, wie soll ich sagen, hat nichts mit Esoterik zu tun, aber es ist ein extrem hoher ganzheitlicher Aspekt drin enthalten, wo sogar die Sonne eine Rolle spielt. Die Nähe von Feldern zu Wäldern. Ja, wenn also Felder dicht bei Wäldern sind, das ist das Beste, was passieren kann. Und jetzt will ich nicht sagen, da fast ist es egal, ob es Bioware ist oder konventioneller Anbau. Natürlich ist jede Form von Giften, die aufs Feld gesprüht werden oder von beeinflussenden Kunstdüngern, das ist nicht gut, also völlig klar. Aber das, was sich in Waldnähe bildet, das ist Humus. Humus ist das, was durch die herabfallenden Blätter ins Erdreich gelangt und in den herabfallenden Blättern ist angereichert das, was der Baum als Spurenelemente und Mineralienpumpe aus den Tiefen des Bodens nach oben befördert, in die Blätter. Die Blätter gehen über die Photosynthese der Sonne eine bestimmte biochemische Reaktion ein und diese Spurenelemente werden in den Blättern angereichert, während das lebensspendende Element Sauerstoff von den Blättern wieder abgegeben wird und das wichtige CO2 in der Atmosphäre, um die Baumlandschaft aufrechtzuerhalten, von den Blättern aufgesogen wird. Also dieser Prozess ist ganz, ganz wichtig. Und nun fallen im Herbst die Blätter runter, sind angereichert mit Spurenelementen und Mineralien. Und diese Spurenelemente und Mineralien gelangen dann über den Humus, also über das Blattwerk, in die Böden. Und dann habe ich ein Feld in Baum- oder in Waldnähe und habe dann natürlich eine gute Versorgung dieses Bodens mit entsprechenden Spurenelementen und Mineralien. Und zwar ist es ja so, die Pflanzen, die darauf angebaut werden, die holen sich die Mikronährstoffe aus den, sagen wir mal, aus dem ersten halben Meter des Bodens. Der ist dann irgendwann mal leer, dieser erste halbe Meter des Bodens. Die Bäume, die gehen aber so tief mit ihren Wurzeln, wie die Baumkrone groß ist. Das heißt also, die haben eine ganz andere Möglichkeit, um Spurenelemente und Mineralien aus den Tiefen unseres Bodens herauszuholen und als Pumpe nach oben zu befördern und dann anschließend mit dem Blattwerk wieder in den Boden einzubringen. Das ist so ein fantastischer Kreislauf. Da kriege ich heute immer noch eine Gänsehaut, wenn ich mir das so überlege, was das für eine wunderbare ja, Ausstattung der Natur ist. Und das wird natürlich total unterbrochen über die klassische Landwirtschaft und auch die biologische Form der Landwirtschaft. Die kann das nicht leisten, klar. Wir müssten praktisch zwischen jede Feldformation einen kleinen Hain pflanzen oder Baumgruppen pflanzen. Sowas lässt sich dann nicht mehr intensiv bewirtschaften. Aber dann ist natürlich die Frage, ist denn nicht schon alleine die intensive Bewirtschaftung im Grunde genommen das, was den Böden den Gar ausmacht? Das kann man wörtlich sehen. So ist es nämlich. Das verhindert eben das Anreichern des Bodens mit Mineralien und Spurenelemente und die können dann natürlich auch nicht mehr in den Lebensmitteln sein. Jetzt Also ein jetzt, Riesenausflug, aber ich glaube, der kann der ist stellvertretend für viele wichtig. stehen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Also ist auch leicht verständlich, was ich mir jetzt noch für eine Frage gestellt habe, dass der Boden im Wald sehr mineralien- und spurenelementreich ist, ist ja jetzt klar. Bloß wenn das Feld daneben ist, dann ist der Boden von dem Feld ja nur eigentlich, also die Blätter müssten ja dann auf das Feld fallen, damit dort der gleiche Prozess stattfindet. Das ist richtig, klar. Im Herbst haben wir auch die Stürme und die wehen die Blätter weit über die Felder. Das heißt also, die Anreicherung in den Blättern, die ist so groß. Ich kann jetzt nicht sagen, 100 Blätter pro Quadratmeter Feld reichen Ja, aus. ja. Aber natürlich, wahrscheinlich kann man das sogar ausrechnen. Und deswegen ist es auch so, ich kann natürlich dann sagen, ich habe jetzt hier eine Parzelle Wald, die ist 10 Meter breit und damit kann ich dann beispielsweise einen 20 Meter breiten Streifen Feld versorgen. Dann kommt dann wieder ein 10 Meter breiter Streifen Wald. Ich kann das so nicht genau sagen und in ein geometrisches Bild bringen, aber natürlich gab es Anbauformen, die so stattgefunden haben, dass man Teile eines Waldes gerodet hat und eine Lichtung hergestellt hat und in dieser Lichtung wuchsen dann entsprechend die Früchte des Bodens und man hat geerntet und dann war noch ein bisschen Wiese dabei
Und auf diese Art und Weise ist es eben, es klingt jetzt sehr romantisch und wahrscheinlich in der heutigen Zeit kaum noch umsetzbar. Wobei doch, es wäre wahrscheinlich umsetzbar, wenn wir nicht so viel dafür sorgen würden, dass genügend Grünzeug angebaut wird, damit diese völlig ja, unsägliche Form des Fleischkonsums ermöglicht wird. Das Anbauen von Feldern alleine nur, um Viehfutter zu sein. Und allein das Wort Vieh ist schon schlimm genug. Also Tiere sind für was anderes gedacht. Aber egal, das gibt es nun mal jetzt und wir können also von heute auf morgen daran nichts ändern. Aber es ist eine sehr traurige Angelegenheit. Und würde man das nicht tun, dann wären die Feldflächen, die wir brauchen, um direkt die Menschen mit den Früchten des Bodens zu ernähren, viel, viel kleiner. Könnte man vielleicht auch auf diese alte, herkömmliche Art und Weise tatsächlich eine gesunde Landwirtschaft betreiben. Okay, wenn man diese ganzen Fakten, die du gerade sehr toll erklärt hast, jetzt mal vor sich sieht, dann heißt das ja erstens, Lebensmittel, die ich im Wald pflücke, zum Beispiel Baumblätter, Baumnadeln, Pilze, Wildkräuter, Waldbeeren, haben schon mal, also könnten theoretisch eine deutlich bessere Mineralien- und Spurenelement-Kapazität haben, als was jetzt auf einer Monokultur angebaut wird, wo nur NPK-Dünger ist. Richtig. Warum sind Blaubeeren so gesund? Ja? Heidelbeeren oder Himbeeren oder Waldbrombeeren? Natürlich beinhalten die eine Fülle von Mikronährstoffen, die durch das Blattwerk dann auch ermöglicht wurde. Das ist absolut richtig, ja.